Du erhältst regelmäßig dein Gehalt. Doch eines Tages sieht deine Partnerin deinen Lohnzettel und sagt, dass du laut Kollektivvertrag mehr verdienen müsstest. Jetzt fragst du dich, stimmt das? Auf jedes Arbeitsverhältnis wirken viele Rechtsquellen ein, die in einer Hierarchie angeordnet sind. Das ist der Stufenbau der Rechtsordnung. Die Basis bilden das europäische Gemeinschaftsrecht und das österreichische Verfassungsrecht, das etwa den Gleichheitssatz enthält. Danach kommen zwingende Gesetze, wie etwa Regelungen aus dem Urlaubsrecht. Anschließend folgen die Kollektivverträge, die Dinge wie den Mindestlohn regeln. Danach kommen Betriebsvereinbarungen und dann erst individuelle Arbeitsverträge. Kein Arbeitsvertrag darf gegen eine höherrangige Regelung verstoßen. Das bedeutet, dass du mit deinem Chef theoretisch zwar ein geringeres Entgelt vereinbaren könntest, dir aber trotzdem das kollektivvertragliche Mindestentgelt zusteht. Der Arbeitsvertrag kann dich aber sehr wohl besser stellen als der Kollektivvertrag, was bedeutet, dass eine Vereinbarung über ein höheres Entgelt durchaus gültig ist. Wenn du dich jetzt im Paragraphendschungel gar nicht mehr auskennst, dann sprich mit deinem Betriebsrat. Er berät dich und sorgt dafür, dass du alle deine Rechte kennst. Und wo informiert sich dein Betriebsrat, damit er dich bestmöglich unterstützen kann? Bei den aktuellen Publikationen des ÖGB-Verlags.